Ja Leute, und hallo und herzlich willkommen jetzt zu einer weiteren Folge PVZ zusammen mit Markus. Hallo. Heute machen wir wieder einen auf Defense mit unserem Platz. Zwar mache ich halt wieder einen auf Gartencamper mit meinem Schnappula. Teleporter müsste rechts sein. Ich glaube, der ist links. Echt? Aber ich sehe links ja, keine Geschütze. Da geht keiner dahin. Ich kann gerne mal hier oben gucken. Ja, ich glaube auch. Ja, er ist links. Ich sehe ihn. Ey, kommen alle links. Kleiner Push nennt man sowas, glaube ich. So, was muss ich denn eigentlich aktuell machen? Zombies einschleimen, Zombies ohne K.O. gehen. Ah ne, Zombies mit Schleim erledigen und Wissenschaftler. Oh Mann, ich habe gerade noch so schön die alle am Spawn abgefarmt. Aber das haben sie scheinbar jetzt auch begriffen, dass ich das vorhabe. Mann. War schon wieder krass, dass ich gerade die zwei Inchis da bekommen habe. Hätte ich eigentlich nicht gedacht. Achtung, dass da oben ein Oyster. Das ist Schiedle. Der ist hinter dir immer noch. Jetzt tackelt er weg. Der ist ein Weichei, Alter. Ich habe ihn gefressen. Der nächste 5 HP und tot. Das war wahrscheinlich wieder natürlich ein Volto Blast dagegen. Die kann man einfach nichts tun mit ihrem scheiß Flächenschaden. Kannst du ausweichen, so viel du willst, stirbst trotzdem. Ich dachte mir doch, der hat doch voll daneben geschossen.
Alter, was in diesem Garten los ist. Die Zombies pushen ziemlich heftig. Ja, okay, die haben auch Level 200er und 300er im Team und dann sind auch Leute besser wie die. So, komm schon, mit der Heilung schaffe ich's. Nein, ich bin eingefroren, sonst hätte ich ihn bekommen, ey. So, den Garten hier kann man eigentlich recht schön verteidigen und den nächsten. Den kann man beide schön halten. Ich würde sagen, das machen wir auch gleich. Schleimvorlage. Teleporter ist rechts. Yes, beide Inchis geholt. Ah, jetzt kommt ein All-Star. Der macht mich. Macht uns alle. Ja, der macht uns alle. Ah, wir haben schon mal den Aufbau des Teleporters verhindert, indem ich beide Injis gefressen habe. Also die müssten jetzt dann so langsam auch wieder kommen, denke ich. Ja, einer schon da. Also, du hast hier so ins Kreuzfeuer genommen und diese scheiß Eisfähigkeiten, die dich festfrieren, das ist so assi. Natürlich. Oh, dieser Ardell nervt übelst einfach. Wurde mir wieder mit Werfer-Raketen aus dem Mund geschossen. Hey, wie ich mit meinem Schnapper einfach wieder eiskalt ganz weit oben stehe auf der Liste. Wir sind auch schon wieder zwei weniger. So, der Teleporter ist links am Strand. Den ersten Inchi habe ich mir schon mal vorgenommen. Zweiten Inchi habe ich auch. Aber jetzt kommt wieder der Eistyp hier. Wie lange hast du eigentlich? Und jetzt kommt wieder der zweite Eistyp hier und holt mich. Es ist so klar, es kommt immer dieser Eistyp hier und der räumt mich dann weg. Nachdem ich alle Inchis geholt habe. Was heißt der Luck? Ich habe einfach mega Skill mit Kraftschnellpuller. Eis. Mein nächster Eistyp hier da vorne, der fuckt so ein bisschen ab.
zumindest habe ich ihn als meinen Erzfeind wieder erledigt. Boah, Multi-Rockets. Was? Eine lange Bombe fällt mir einfach direkt auf den Kopf. Aber wenn wir die Burg nicht halten, ne? Dann ist echt abends, ey. Alter, was war das jetzt? Ich fliege auf einmal quer über die Map. Boah, ich bin gerade so nah die ganze Zeit am Tod und da kommt eine Gepardenhaftkugel und macht das, was ich gerade prophezeit habe. Okay, es wird spannend, glaube ich, nochmal hier in der Burg. Okay, und da kommt der Push. Ich habe einfach schon 31 Kills, ich bin die Runde richtig gut, aber ich komme trotzdem irgendwie in meinen Missionen nicht wirklich weiter. Okay, ich muss mir mal anfangen, jetzt hier Wissenschaftler zu jagen. Das ist schon klar. Dann kriege ich dich. Der ist schon tot. Jetzt bin ich so gut wie tot. Ah, zwei Klon-Zombies, Alter. Lauf drüber über die, ja, Mine. Alter. Der Garten ist so vollgestopft mit Gegnern. Okay, wir sind bei der Megablume. Jetzt sollten wir uns anstrengen.
Natürlich. Der wird alles. Jemand, der mit seinem scheiß Untertackling nimmt. Der nervt. Okay, mit der Flachskanone habe ich gemerkt, muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen üben, umzugehen. Das war jetzt noch nicht so die meiste Leistung. Alter, was ist denn da drin los? Unser Team ist ein kleines bisschen im Nachteil, habe ich so das Gefühl. Natürlich. Kann es sein, dass sie immer da sind, wo ich nicht bin? Ich sehe irgendwie quasi nie welche von denen. No. Ja, unser Team war richtig schlecht. Ja, wir können uns das gern gleich mal in der Statistik angucken, aber ich bin mir da ziemlich sicher, dass ich da nichts dafür kann, dass hier die Zombies das eingenommen haben. Mit 11.000 Punkten in einem absoluten Verliererteam ist ziemlich gut. Und ich glaube, ich stehe wahrscheinlich auch ganz oben, ja, und mit 40 Kills bin ich auch Killmeister, weit Killmeister. Und von dem her würde ich sagen, an mir kann es nicht gelegen haben. Wir sehen uns das nächste Mal bei einer weiteren Folge PvZ. Ihr kriegt nochmal ein hübsches Glitzerpäckchen. Hier wieder nur königliche und Diamantsachen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal in einer weiteren Folge PvZ. Und bis dahin, also aus und ciao. Tschüss.